Los geht es beim Sprint in Shanghai. Das Startsignal erlischt und los geht's. Ja, Hauger gegen Magnussen und Meini aus. Oh, das ist ein Dreikampf. Jetzt gerade vor den beiden. Jetzt hat er Innenkurve gleich. Ah, stark von Hauger. Hülkenberg kann vielleicht mit. Ne, leider nicht. Starker Start von Hauger. Was macht Hülkenberg hinten? Nix. Der sollte eigentlich. Am besten wäre es einfach so zack daneben und dann an allen vorbeifahren. Manchmal passiert das so. Manchmal. Ja, ganz bitter ist es zum Beispiel, wenn er im Sprint Zehnter wird. Autoschaden bei Tsunoda. Okay. So, Hauger ist gut unterwegs. Hülkenberg muss schnell an Magnus vorbei, genau. Perfekt. Weil jetzt ist er nämlich ein DM. Reicht nichts und Hauger hat Alonso überholt. Wir können uns das jetzt mal anschauen. Wir blicken hier jetzt auf Kurve 12. Er beschließt es zu versuchen. Mann. Bei dem wird's langsam, ne? Dadurch, dass wir auch nicht mal Reifen großartig anwenden, sondern nur ES. Ist ganz gut. Jetzt vielleicht gegen den. Nein, gegen Alpine reicht's noch nicht. Hülkenberg hängt noch hinter Meini fest. Ja, sobald ES offen ist, wird sich das ja wahrscheinlich ein bisschen anders aus. Was sieht's hier aus? Nee, auch da nicht. Er ist ungewohnt, dass Hauger vorne fährt. Da hat er sehr stark abbremsen müssen. Hoffen wir, dass er am DS bleibt. Ja, weil Scho hat kein DS. Doch, Scho hat DS. Aber so langsam wird's eng. Wie hat noch DS? Wir hatten kein DS, okay. Ja, solange alle im DS sind, dann wird das ja weitergehen. Aber Hauger hat kein DS mehr. Das macht's nicht unbedingt einfacher jetzt. Dann Hülkenberg kommt auch nicht an Meini vorbei. Bisher kein gutes Wochenende von Hülkenberg. Aber was will man erwarten? Das ist halt nur ein Training. Aber Hülkenberg holt sich lieber eine schlechtere Position, anstatt anzugreifen und zu attackieren. So, Alonso geht vorbei. War abzusehen. Aber dafür schnappt sich Hülkenberg jetzt Meini. Oh, jetzt haben wir halt Magnussen vor uns, dann schon Meini. Wow. Tolle Änderung. Ja. Ich weiß nicht, warum wir so eine extrem schlechte Traktion haben, allgemein. Ohne ES kommen wir da wirklich kaum vom Fleck. Na, weil, wenn man sieht, wie viel Zeit wir immer verlieren. Hülkenberg kriegt auch ERS, der soll sich den Dings krallen. Aber vor uns, die fahren nicht so langsam, ne? Also es ist auf jeden Fall möglich. So, Hülkenberg schnappt sich Magnussen. Sehr gut. Aber jetzt kommt wahrscheinlich... Nein, der ist zu weit weg eigentlich für den Konter. Alonso mischt da vorne natürlich ein bisschen auf. Dadurch könnten die alle ein bisschen langsamer werden, weil es ist bis Ocon eine Riesentruppe, ne? Wenn wir da Anschluss finden würden, das wäre schon gut für uns. Dann könnten wir uns die alle peu à peu so langsam vorlegen, wie wir es in Australien gemacht haben. Aber ja, wir sind knapp nicht drin. Das sollte sich aber dann vielleicht in der nächsten Runde ändern, weil Scho jetzt nicht der Schnellste wirkt. Ja. Hülkenberg hat zwar Windschatten. Okay, ohne Windschatten sind wir doch recht schnell, ne?
Man sieht, so ein Hauger ist fast im DRS-Bereich von Sho, der aber mittlerweile eine richtig große Lücke hat. Die fahren ordentliche Zeiten da vorne. Aber Magnus ist jetzt auch dran. Okay, ES spart man schon sehr stark. Dann gibt es jetzt mal ES-Power. Ich hoffe jetzt nicht, dass Sho wieder anzieht. Ne? Sieht nämlich schon ein bisschen daran aus. So ist Hülkenberg. Chance gegen Magnussen. Außenrum wird es schwierig, aber nicht unmöglich. Haden. So, du lädst mal. Hülkenberg davon kann vorbeifahren. Geht nicht am Teamkollegen vorbei. Also man lädt ziemlich schnell, aber es ist auch sehr schnell wieder leer. Sho hat aber mal richtig Zeit verloren, ne? 37, wow. Also ich glaube, Hülkenberg ist schneller mit einer freien Fahrt. Aber er sollte so oder so jetzt vorbeigehen. Oh, Pocher mit technischem Problem. Ja, der durfte ja direkt ins Qualifying starten. Ja, Dings ist nicht weit weg. Sho. Poller. Nicht gegen das Kabel kommen. Weil ich glaube, Hülkenberg kann die Lücke schließen. Dann hätten wir wieder Alpine, ne? Man merkt, dass die Renault angetriebenen Autos nicht gerade die stärksten sind. Da vorne ist auf jeden Fall ein Dreikampf. Also Pocher ist da noch, glaube ich, ein Stückchen zu schlecht, um das zu schaffen. Ja, und Sho fährt ein Tick langsamer. Hülkenberg kommt auf jeden Fall näher. In den Kurven sind wir sogar schon gefühlt schneller. Die Beschleunigung macht uns halt nur zu schaffen. Boah, schwer zu sagen. Es sah danach aus, als hätten wir es. Und wir haben kein DS, aber wir haben Wind. Oh, Unfall. Safety Car. Dann bringt der Hauger jetzt schon rein und gehen auf die Roten, oder? Und Hülkenberg kommt eine Runde später rein dann. Okay, kommen beide Relev rein. Kann aber jetzt natürlich ein Negativteil sein, dass beide jetzt wieder drin sind. Also Hauger wird auf jeden Fall zurückfallen. Okay, Hülkenberg durfte normal fahren. Welche Reifen ziehen denn alle auf jetzt? Die gehen auf gelb? Okay. Sho auf weiß sogar. Ja, auf normal Trim reichen die Soft doch auf jeden Fall aus. Da bin ich jetzt verwundert, dass... Ah, aha, okay, wollte gerade sagen. Aber dass hier die auf gelb gehen, das ist verwunderlich. Aber okay. Nehmen wir mit, ne? Das macht die Führung gemischt. Gelb ist ja auch vollkommen in Ordnung. Wait, what? Jetzt schon? Okay, wir haben Anschluss gefunden. Das ist gut. Wir können am Anfang heute auf jeden Fall aggressiver fahren. Das gefällt mir auch. Wir haben mal nicht komplett ES geladen bekommen. Das war ein sehr, sehr kurzes Dings. Aber jetzt haben wir die Chance, nach vorne zu kommen mit den roten Reifen natürlich. Oh, normal, normal, normal. I don't see my tips. Hülkenberg klebt. Wir haben Schuhe geholt in der Box. So, Angriff gegen Stroll. Die Reifen sollten wir auch nicht zu sehr belasten. Wir können aggressiver fahren, auf jeden Fall. Aber nicht zu sehr. Hauger hat auch Schuhe überholt. Ja, wer auf hart geht für einen kurzen Sprint am Ende, das macht nicht so viel Sinn, ne? Ja,
Ja, DRS ist ja noch nicht offen. Das heißt, man muss es jetzt regeln mit ERS. Oh, Hülkenberg ist dran. Hülkenberg geht vorbei. Das entwickelt sich ganz anders, das Rennen bisher. Ja, weil wir haben halt einen kleinen Reifenvorteil gegenüber den anderen. Aber auch nicht zu sehr. Ja, weil die ziehen uns natürlich jetzt weg, weil die Volldampf geben. Gerade deswegen brauchen wir eigentlich jetzt dringend das ERS, um ins DS zu kommen. Ansonsten kriegt Stroll uns wieder. Ne, wir haben es nicht. Okay, das ist doch ein bisschen gerade Endstand. Vor allem Hauger, der kriegt schon Besuch von Magnussen. Aber Magnus hat auch die Soft, okay. Da kommt der Williams rangebrettert. Ja, alles klar. Manchmal verstehe ich nicht, wie die Leute überholen. Hauger. Okay, anstatt jetzt wirklich angreifen zu können, verlieren wir ungemein viel Zeit. Ja, wir müssen gerade die Reifen nur ein bisschen abkühlen, bevor wir wieder angreifen können. Also ist das schon mal ein positiver Weg, ne, den wir gerade eingegangen sind. Na, so ist jetzt nicht. Jetzt hat Magnussen wegen dem kleinen Punkt DS bekommen. Das wäre ziemlich fies. Ne, hat auch nicht bekommen. Okay. So, wir fahren auf der Stufe. Es wird natürlich hart. Gelbe Flagge. Immer noch gelb. Ah, da steht. Van Dorn in der Ecke. Hauger ist dran. Ja, wir haben Van Dorn überholt. Krass. Das krasseste Überholen über das ganze Rennen. Ja, damit wir besiegen allgemein bisher Alpine, Haas, sauber. Ja, Racing Bull, oh. Das könnte aber das beste Ergebnis von Hauger werden, ne? Auch wenn es nur ein Sprint ist, aber trotzdem. Wir müssen natürlich auf die Reifen achten. Oh, Hauger geht vorbei. IAS bitte. Um sich dagegen zu wehren. Perfekt. Die sind schon wieder so weit weg, ne? Also wir verbrauchen die Reifen deutlich mehr als die Konkurrenz gerade, ne? Wir fahren sehr viel aggressiver. Okay, bei Hauger müssen wir runterstellen. Das ist wieso schon sehr knapp. Weil ich wollte gerne die Medium-Reifen fürs Rennen auffahren, fürs Hauptrennen. Sonst wird das ziemlich eng. Also wir kommen aktuell noch nicht ins DRS-Fenster von Stroll. Vier Runden noch. Die Softs sind eigentlich auch keine großartige Option fürs Hauptrennen, ne? So, Hauger ist immer noch dran. An Hülkenberg, ja. Ist halt schwer zu sagen, ne? Wir laden halt kaum ERS, ne? Um wirklich mit ERS mal ins DRS zu kommen. Und danach ist wieso Schluss? Also maximal Platz 12 ist drin. Okay, man verbraucht sehr viel Sprit. Hauger, was ist los mit dir? Haben wir echt so viel Reifen schon verbraucht? Scheinbar schon. Ah, komm. Dann lassen wir versuchen, Platz 13 und 15, vielleicht 16 zu holen. Ist auch okay, ne? Wir sind immer noch in der Findungsphase fürs Beste, für die Updates. Ne, solange der Abstand zwischen Magnus und Hülkenberg okay ist und wir Platz 13 uns holen können, finde ich, kommt vollkommen in Ordnung. Aber man muss sagen, dieser Unfall zwischen Ocon und Schumacher hat uns auf jeden Fall besser
geholfen als ohne. Ne? Ab und zu mal ist es ja so, dass es halt nichts bringt. Ich finde es aber krass, dass wir Alpine überholen konnten in der Box. Also zumindest mal Sho. Und Sho ist jetzt letzter. Okay, er ist mit Hart unterwegs. Keine Ahnung, was Alpine sich da gedacht hat. Ja, ansonsten alle entweder auf Medium oder Soft unterwegs. Ich glaube, die Reifen halten das aus. Volldampfreifen. Es wird halt jetzt nichts bringen. Hauge darf ERS einsetzen. In Hülkenberg ist es halt eng. Darf aber auch. Letzte Runde ist Sainz, der einen guten Vorsprung von Norris hat und Leclerc mit auf dem Podesten. Okay, Verschu hat auch Magnussen bekommen. Ja, meine ich schaffe das nicht auf der Geraden. Sprit könnte noch eng werden am Ende des Rennens. Ja, Hülkenberg holt zwar jetzt wieder auf aufs Stroll. Oh, Gasly auf 10. Ich weiß nicht, wird das mit eingerechnet, dass im Sprint ein guter auch die Platzierung geholt wird? Ich habe keine Ahnung. Okay, Sprit und ERS auch aus. Und er schnappt sich Magnussen stark von Hauger. Problem ist halt, dass der Magnussen nochmal DRS hat. Aber das bringt nichts. Meini sogar. Die Linie und gewinnt den Sprint. Am Angreifen, so. Hülkenberg 13. Gutes Ergebnis. Wenn man bedenkt, dass er von 21 gestartet ist. Und Hauger schnappt sich Platz 15. Auch. Kann man nicht motzen. Ich weiß nicht, ob die Medium vielleicht am Ende doch besser gewesen wären, aber ich wollte halt Mediums fürs Hauptrennen zurückhalten. Und Nico Hülkenberg verdient sich keine Punkte im Sprint. Mit einem Finish auf dem 13. Platz kommt er nächstes Mal bestimmt stärker zurück. Ja, hätte ich nichts dagegen, ne? Und eine schnellste Runde bringt im Sprint da gar nichts, ne? Ja, aber auf Dauer konnten wir den Williams nicht Paroli bieten. Wer hat das Training am besten genutzt? Training? Wir haben schon ein Rennen gehabt. Diese vorgefertigten Texte. So, jetzt geht's darum, einzuziehen. Hier können wir auch natürlich immer das Setup nochmal versuchen anzupassen. Aber ich lasse es. Wenn man sieht, wir sind dann hier außerhalb von dem Optimalen. Wir dürfen es allgemein nochmal anpassen. Aha. Aber wir können da nicht rübergehen, ne? Komm, wir setzen es zurück. Wir lassen es so, wie es ist. Es ist ja nicht schlecht, ne? Wir könnten hier auf jeden Fall aber die Traktion nochmal anpassen. Ja. Entweder ist Traktion jetzt auf schlechtem Stand oder auf einem besseren Stand bei Hauger. Deswegen, mal schauen, wie es jetzt im Qualifying läuft. Green. Ja, die Rennen mit ein bisschen wechselhaften Bedingungen, die liegen uns natürlich besser. Ne? Da ist die Wahrscheinlichkeit, Punkte zu holen, deutlich höher anstatt beim normalen Rennen. Aber wir sind immer wieder auf dem Vormarsch. Das ist schon mal ganz gut zu sehen. Wir haben zwar immer noch einen sehr großen Rückstand, aber sollte uns trotzdem nicht aufhalten. 23,8. 23,9, okay. Den Racing Bull sollten wir vielleicht flank ran erwischen. Das wäre natürlich jetzt nicht schlecht. 28,3. 28,5. Bisher 13. Was macht der Racing Bull? Alter, dein... Wir sind zwar deine direkte Konkurrenz, aber das ist mies. Boah, der Hülkenberg Zeit verloren dadurch. Ist das eine miese Sache von Tsunoda gewesen? Was hat denn Hülkenberg so viel Pech gerade im Qualifying? Ich
weiß, ich ziehe nochmal die gleichen Reifen auf. Wir machen auch nur so. Und so gucken. Vielleicht kriegen wir eine freie Runde hin. Das wäre natürlich wieder auf jeden Fall besser. Also Hülkenberg hat eine freie Runde. Aber die Reifen sind natürlich deutlich älter. Aber ich weiß jetzt nicht, wie viel Zeit hat der wirklich im letzten Sektor verloren. Und Hauke hat eigentlich gar keine Zeit verloren. Also Hauke hat echt nicht so eine gute, starke Runde hingelegt. Aber wir haben ja noch einen dritten Versuch. Aber man hat gesehen, die Softreifen sind eigentlich keine großartige Rennoption, ne? Aber dadurch, dass wir nur ein Medium haben und ein Hard, müssen wir auf Rot gehen. Ah, guck mal, der Williams macht's richtig. Hülkenberg konnte sich steigern. Da sieht man, wie viel Zeit der verloren hat im letzten Sektor. Okay, Meini und Lawson waren langsamer bisher. Okay. So, dann einmal nochmal frische Reifen aufziehen. Okay, wir haben noch zwei Mediums. Medium, Medium, also das ist schon mal eine gute Strategie. Medium, Medium haben wir auf jeden Fall fürs Rennen dann zur Verfügung. Oh, bitte lasst uns gleich eine freie Runde haben. Hamilton fast kurz davor rauszufallen, okay. Also Hamilton muss nachlegen. Kommt irgendein. Ne, aus der Box kommt keiner, ne? Wir haben da auf jeden Fall eine freie Runde. Perfekt. Da haben wir Glück gehabt jetzt. Die Chance lebt, dass wir es schaffen könnten. Wenn man bedenkt, wie eng das ist, ne? Zwischen Verschor, Hauger, Magnussen und Hülkenberg. Und die anderen sind auch nicht so weit weg. Aber die Williams sind sehr weit vorne. Ich weiß jetzt nicht, wie sehr er steigert. Hauger, wird schwierig. Zeit ist abgelaufen. Oh cool, 2 Zehntel nur zu Ocon. Möglich ist das. Aber Hamilton wird sich auf jeden Fall stark verbessern. Hülkenberg auf 13. Hauger leider nicht, aber hat Verschor geschlagen. Der jetzt nicht verbessern kann. Okay, Hauger schon mal auf 18 aktuell. Da kommen aber noch ein paar Fahrer hinterher. Okay, Meini nicht. Lawson und Magnussen noch. Ne, Magnussen auch nicht. Lawson auch weiter. Boah, Leclerc mit richtig Glück, ne? Neunzehnter Platz für Hauger. Vollkommen in Ordnung. Hülkenberg ganz knapp, ey. Na, trotzdem schon mal ins Q2 eingezogen. Oder am Ende war es aber deutlich, ne? Der Sprung zwischen 16 und 17. Okay, ich würde mal sagen, erst Versuch mit angefahren, dann mit einmal frischen. Also man sieht, wir kriegen es langsam gebacken, ins Q2 einzuziehen. Ab und zu mal. Und das aus eigener Leistung. Ja, der Mercedes könnte ein bisschen im Weg sein. Aber wie gesagt, Mercedes ist auch aktuell nicht so stark. Im Rennen sind die stärker als im Qualifying. Gilt für uns aber genauso. Im Qualifying sind wir echt nicht so stark. Das ist jetzt so die Runde für angefahrene Reifen. Ja, der Mercedes macht schön Platz. Das heißt, wir haben zumindest eine freie Runde. Das heißt, sollte jetzt nicht die perfekteste Runde sein, aber zumindest mal eine bessere Runde als eine blockierte. Aber wir haben schon mal beide Alpins und beide sauber geschlagen. Lawson ist auch möglich. Wir müssen einfach nur mal schaffen, eine Runde zu fahren hinter einem Fahrzeug, der schneller ist. Gerade für die lange Gerade. Für die Kurven ist das schlecht, für die Gerade ist das gut. Ich fahre ein negatives Delta. Swole haben wir schon mal geschlagen, aber der wird wahrscheinlich aufgehalten. Dafür hat Lawson uns besiegt. Also. Alles als der letzte Platz ist für uns schon mal ein Vorteil. Also Platz 15 aufwärts ist für uns schon mal
besseres Zeichen. So, wir fahren jetzt raus. Konnten eine kleine freiere Lücke rausfahren. Aus der Box kommt keiner mehr. Jetzt weiß ich nicht, ob der Aston Martin da langsam fährt. Er fährt langsam. Aber ich glaube, wir haben genug Rückstand, dass wir den nicht im Weg haben werden. So ganz sicher bin ich mir da nicht. Der fährt schon arg langsam. Sag mir nicht, wir bekommen den wieder in der Hanalekurve. Fährst du bitte mal? Okay, perfekt. Haben wir Glück gehabt. Hülkenberg verbessert sich auf jeden Fall. Okay, bleibt aber trotzdem auf Platz 16. Okay, aber trotzdem ist okay. Ja, also ich bin damit zufrieden. Sagen wir es, wie es ist. Hamilton, der gerade eben 30-6 gefahren ist, konnte es danach nicht. Was hieß das denn passiert? Genau wie Piastri. Der ist aber langsamer geworden. Kann das sein, dass die schneller fahren, wenn wir fahren? Beim Simulieren sind wir vielleicht schneller? Aber wie kann das sein, dass die in 30-6 fahren und danach ist gar nicht mehr gebacken bekommen, dass irgendjemand in dem Bereich da fährt? Oder hier eine 30-4. Ist schon merkwürdig. Selbst, okay, wir sind auch nicht schneller geworden. Die Strecke scheint sich verschlechtert zu haben. Na gut, Renntag. Das, muss ich sagen, gibt's für euch dann erst in der nächsten Folge. Weil ich muss die gestrige Folge für euch und die heutige Folge noch fertig machen, damit die rechtzeitig hochgeladen werden können. Und ja, ich werde jetzt dann so gesehen kurz dann die rendern und dann werde ich das Rendern dann aufnehmen. Also, ja, würde ich sagen, bedanke mich, dass ihr dabei wart. Würde mich freuen, wenn ihr auch dann im Rennen dabei seid, was hoffentlich besser läuft als das Sprintrennen, obwohl das Sprintrennen schon gut war. Und dann bis zum nächsten Mal. Ciao.